Gute Frage. Komm doch, Amka. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titan. Ich werde mich jetzt auf den Server einloggen und yes, nice, ich bin oben. So, gut, erstmal hier schön das hier wegmachen. Für die Leute, die sich jetzt so denken, ja, warum bist du denn alleine? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Komm doch, Armka. So, warum bin ich jetzt alleine? Das liegt einfach daran, dass ich hier zurückgelassen wurde von dem Killer Crafter, denn er ist in Lava gestorben und somit habe ich jetzt keinen Teampartner mehr. Für die Leute, die sich jetzt denken, ist denn für Killer das Projekt schon komplett vorbei? Noch nicht. Ich habe immer noch die Chance, zwei Leute zu töten und ihn somit wieder ins Projekt zu holen. Das Ganze ereignet sich aber etwas schwieriger als gedacht, denn ja, ist halt nicht so einfach, ne? So, aber ich werde jetzt hier erstmal ganz hoch gehen, weil ich brauche oben ein bisschen was zu essen, wie ihr seht, Leute. Ich habe nichts mehr, ich rack nicht mal noch. Das ist jetzt erstmal hier mein Privileg. Ach, Weiß ist auch alleine. Okay. So, F3. Gut, wir sind schon ziemlich weit oben. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, was ist hier los, Leute? Hier ist so viele Skelette, ist ja unnormal. So, egal, aber ich baue mich jetzt hier trotzdem weiterhin hoch. Ja. Wir sind alleine, Leute, wir sind alleine. Vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, um irgendwelche Themen anzusprechen, aber ich vermisse natürlich mein Teampartner sehr. Ja, wir bauen uns jetzt erstmal ganz hoch. Natürlich, wir sind jetzt ein leichtes Opfer, ne? Wenn uns jetzt irgendjemand finden sollte, warum auch immer, an der Oberfläche oder sonst irgendwo, wir werden sterben. Wir werden einfach sterben. Und es wäre natürlich schade, wenn ich jetzt auch noch komplett draußen wäre, aber dann kann man das nicht mehr verhindern und dann ist das so. Ja. So, gehen wir mal hier hoch. Ist natürlich jetzt auch sehr spannend, ne, wenn man nicht zu zweit ist und man das dann quasi hier so kommentieren muss wie so ein Einzelspieler-Let's Play. Aber naja. Ich werde versuchen, vielleicht gegen Mr. Morgame zu kämpfen. Das Problem ist halt, er hat echt noch eine sehr, sehr gute Ausrüstung von seinem Tod. Also er ist auf jeden Fall noch full Diamond. Ich leider nicht. Und deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein paar Folgen farmen. Und dann vielleicht gegen den lieben Muri kämpfen. Oh Gott. So, wir sind oben, Leute, wir sind oben. Ich hoffe einfach mal, wir treffen jetzt auf kein Team. Ich hoffe es einfach mal. Ich werde jetzt hier ein paar Hasen und ein paar Tiere abschlachten. Sofern dies noch möglich ist. Und ja, so. Gut. Weil ich brauche unbedingt Essen. Ich muss raggen. Hier oben ist auch noch ein Hase. Komm her. Ich könnte mir zwar ein Titan-Schwert machen mit meinen vier Titan-Crystals, die ich letzte Folge gefunden habe, aber die Diamanten hatte leider der liebe Killercrafter in seinem Inventar. Das bedeutet, die sind verbrannt. Komm, bleib doch stehen, ey, ich will doch nur dein Fleisch. Das ist halt verbrannt. Und ja, so. Nice. Okay, ich habe Angst, ich habe echt Angst, dass hier oben irgendjemand an der Oberfläche ist. Und wenn mal meine Haare jetzt zufälligerweise nass aussehen, das liegt daran, dass sie auch nass sind. Weil ich gerade noch duschen war, ich habe jetzt noch ganz schnell Titan aufnehmen wollte, das war mir jetzt noch schon sehr, sehr wichtig. So, gehen wir mal darüber. Oh, okay, so, aufpassen hier. Oh, hier ist auch die Bird Border. Ach, das ist dumm. Ich weiß ja nicht mal, wo es jetzt im Endeffekt. Ah, da oben ist ein Schaf, da oben ist ein Schaf, Leute. Das ist gut. So, okay, Domse hat sich jetzt auch nachträglich eingeloggt. Hallo, Domse, hallo. Ich hoffe, ich sehe dich nicht. So, das Schaf hier haben wir. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an, die Sachen vielleicht,
jetzt den Ball mal ein bisschen zu praten. Weil, wenn jetzt Gegner da wären, sie dürften mich nicht mehr ignorieren. Plus, ja. Ich hoffe es einfach nicht. Nicht, dass es mir dann jetzt so geht wie Glengarn. Und Glengarn hat er ja auch... Gott, Alter. Er schreibt so, da ist er. Ich dachte mir so, wer denn? Ach so. So. Passen wir mal ein bisschen auf hier. So. Ich glaube nämlich... Du hast dich jetzt noch verraten, sonst wärst du jetzt nicht gestorben, ja? Okay, nice. Wir haben jetzt aber schon wieder echt ein bisschen was zu essen. Ich werde das Ganze jetzt aber schnell im Dia-Ofen braten, weil dann ist es einfach schneller fertig. Und dann können wir uns mal wieder voll essen hier und wenigstens ein bisschen voll raggen. So, zack. Nice. Und für die Leute, die dann jetzt letztes Mal irgendwie geschrieben haben, ja, Just Freak hat nur gecampt und so weiter. Ich finde das halt ein bisschen schade, weil ich finde, es ist eine ganz normale Taktik, einfach mal ein bisschen länger zu farmen. Man hat es in anderen Projekten schon gesehen. Die Leute, die farmen, kommen meistens am weitesten. Natürlich haben wir nicht so lange gefarmt, aber das hängt auch ein bisschen mit Glück zusammen. Ich meine, in dem Falle ist es einfach logisch, dass man sich da nicht drüber aufregt, Leute. Ne? Also, keine Ahnung, es hängt alles mit Glück zusammen. Wenn du Glück hast, kannst du in 2 Folgen Full Titan werden, siehe Venation. Wenn du Pech hast, dann dauert das 16 Folgen oder länger oder was weiß ich, ne? Kann halt alles ein bisschen dauern hier. So, hier haben wir noch ein Schaf, das ist sehr gut. Oh, hier ist schon wieder die Kackwerk Border, ey. Weh, du gehst da raus, ne? Da gibt's Ärger. So. Gut. Ja. An sich sind meine Pläne, eben das Titan-Schwert zu machen. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Plan, wieder Full-Titan zu werden, weil ich das schaffe ich einfach nicht. Ich habe jetzt insgesamt noch 3 Folgen Zeit, Full-Titan zu werden, weil dann alle Erze entfernt werden am Mittwoch. Also ihr seht die Folge wahrscheinlich schon nach dem Mittwoch, oder Moment mal, oder ihr seht die Folge, glaube ich, am Dienstag. Aber ich produziere ja vor, man darf hier 3 Folgen vorproduzieren. Und das ist jetzt hier die 3. Folge, die ich am Dienstag aufnehme. Das heißt, das kann alles natürlich ein bisschen dauern. So, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Holen uns mal hier ganz schön das Skelett. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? So. Nice. Das Schaf holen wir uns auch noch. So, gib mir dein Fleisch. Lecker, lecker. So, weil wenn wir wenigstens so ein bisschen was an Fleisch haben, dann ist das gut, weil dann können wir uns auch ein bisschen okay, hier ist Zuckerrohr, das ist schon mal mega gut. Hier ist, ich glaube, hier war er auch irgendwo in der Nähe. Lol, der ist bestimmt von Killer und mir. Das ist von Killer und mir. Das ist gar nicht mal so lange her, als wir das geplantet haben. Gut, so, zack, zack. Wieder ein bisschen Fleischbraten hier. Geht er eh zackig, knackig. Nee. So, zack. Erstmal was Eden und nochmal. Und was habe ich noch? Habe ich... Hä? Ich habe gar nichts mehr sonst. Okay, ja gut. Scheiß drauf. Gehen wir einfach mal weiter. So. Bisschen was zu essen habe ich jetzt noch. Das heißt, wir werden aber jetzt trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Weil... ja, weil dann sind wir unten, haben wieder kein Essen und müssen wieder hoch. Aber ich möchte dann wirklich ein paar Folgen noch, also bis Dienstag, das sind dann für mich, warte, Montag und Dienstag. Ja, das wären 2 Tage, wo ich noch Zeit hätte zu strip-minen. Und die möchte ich dann aber auch vollkommen in diesen 15 Minuten, die ich habe, ausnutzen. Und nicht noch irgendwie sonderlich lange warten müssen, ne? Also das ist ja hoffentlich verständlich. So, hier haben wir ein Schweinchen. Hallo, komm her. Nice, nice. So, das holen wir uns. Und den hier holen wir uns auch. Komm schon, komm her zu mir. Nice. Hier haben wir noch ein Schaf. Ja, jetzt läuft es gerade so ein bisschen, ne? Also gerade finden wir echt nicht schlecht essen. Oh, oh, oh Gott. So, Alter, ich dachte mir gerade so, wow, wie ich mal in den Abgrund hier. So, Alter, du hau ab. Nein, die Spinne greifen mir auch noch an. So, gut. Das haben wir jetzt auch noch besiegt hier. So.
Diuret packen wir weg. Und wir haben nur noch 2 Minuten. Wir werden uns in der Zeit nicht mehr finden. Ja. Ich würde gern zum Spawn gehen und fighten, wenn ich Ausrüstung hätte, aber ich habe halt null Equipment. Das ist halt echt ein bisschen doof an dieser Stelle hier. So. Dann können wir mal hier hoch. Und wie viel Essen haben wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen was brauche ich noch, weil ich werde in 5 Minuten gekickt. Das heißt, ein bisschen Zeit habe ich auf jeden Fall noch. Und ich habe jetzt ernsthaft gegen den Zombie so fucking viel Leben verloren, wo ich mir gerade nur so gedacht habe, what the fuck? So. Aha. Nice, Leute. Nice, Leute. Guckt euch das an. Hier. Essen. Und jetzt haben wir hier Essen. Nice. Also wenn auf so einer freien Fläche viele Schafe sind, dann ist das natürlich nice. Ist halt jetzt auch ein bisschen blöd, dass es Nacht ist, weil keine Ahnung, Nacht. Ich bin zwar ein Nachtmensch, aber das finde ich jetzt nicht so fresh. Ah, hier ist noch ein Geheimnis. Ja, eigentlich wurde sowieso die komplette Map schon gelootet, also brauche ich mir da gar keine Sorgen zu machen, aber hier sehe ich gerade, hier sind einige Schweine und das Huhn natürlich nicht zu übersehen. Ja, schmeiß wir die Kacke hier mal weg. Weil ich muss sowieso gleich wieder bisschen braten hier, weil mich verfolgen 2 Zombies und ich kann nicht mehr sprinten. Deswegen, Moment. So kurz bevor die Zombie-Apokalypse kommt, eben noch was in den Ofen packen. Läuft. Komm her, du. Nice, den haben wir auch. So. Okay, das ist fertig. Das ist auch fertig. Ich habe eine Karotte. Leute. Das ist mega gut, weil dann könnte ich mir so ein Blindness-Ding machen. Dafür braucht man Karotten. Leute. Dann können wir in den Nether gehen. Nachdem wir natürlich Titan und so weiter gefarmt haben. Weil dann könnten wir uns so ein Blindness-Ding machen. Das ist nämlich wirklich mega OP. So. Das ist durchgebraten. Könnt ihr euch noch erinnern hier am Anfang? Bei diesem Bienen-Dingsbums da? Wo wir uns so richtig angekackt haben. Die schöne gute Zeit. So, tschüss an euch. Und oh, hier kommt schon wieder irgendwo ein Zombie her. So, komm her. Zack. Nice. Die beiden haben das Spiel jetzt verlassen. Sie haben mich einfach in den Stich gelassen. Ich bin jetzt alleine hier oben. So. Zack, das haben wir. Die Blume kann weg. Wer braucht eine Blume, wenn er einen Dia-Ofen haben kann? So. Wir haben uns eigentlich recht gut gekümmert hier zum Essen. Ich würde sagen, langsam wird es dann aber auch Zeit, wieder unter die Erde zu gehen. Da wir doch schon recht nah am Spawn sind, und das ist ja kein Geheimnis, aber wir befinden uns in einer ziemlich absehbaren Nähe des Spawn-Punktes, weil ich glaube, da oben ist der Spawn. Ich weiß es gar nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, aber ich gehe da jetzt auch runter. Wenn wir jetzt schon hier sind, ohne Zeit, dann gehen wir da jetzt auch runter. So. Du kannst jetzt erstmal hier abhauen, scheiß Zombie. Nice, den haben wir down und dann gehen wir jetzt unter die Erde. Ich glaube, wir haben jetzt genug Essen für ein bisschen. Wir haben Karotten, Erde haben wir dabei. Das heißt, ich könnte theoretisch unten sogar noch was züchten. Was ich übrigens mega OP finde, unten was zu züchten, weil, ja, also ich finde das einfach, ist einfach stark. So, ich kann mich jetzt natürlich straight drunter bauen, was natürlich immer so ein Risiko ist, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch einen Wassereimer? Leute, ich weiß es gar nicht. So, okay, die Karotte packe ich jetzt mal hier rein, Obsidian und Dingsofen auch. Weil ich weiß gerade echt nicht, ob ich überhaupt noch einen Wassereimer habe. Oder ob den Killer hatte, in der Zeit, wo ich jetzt nicht da war. Oder wo er jetzt in der Lava gestorben ist. Nein, leider nicht. Kacke. Ja gut, dann würde ich sagen, dann bauen wir uns hoch runter. Geht nämlich schneller, als wenn wir hier irgendwie so eine Scheiße machen mit Treppenstyle. Immer geil. Finde ich nämlich nicht so geil. So, 48.
Ich werde die Koordinaten natürlich ausblenden. Und wenn ihr nett seid, dann könnt ihr mir mal einfach sagen, wo man jetzt genau diese Looking at Koordinaten sieht. Also bei mir steht da hier nur Phasing und dann bla bla bla. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo genau da diese Looking at Koordinaten sind. Ich weiß es nicht. Ohne Witz, Leute, ich weiß es nicht. So, Fackel platzieren. Ich werde aber auch schon in 30 Sekunden gekickt. Dann sind wir aber wenigstens ganz, ganz weit unten und dann können wir wirklich in den nächsten Folgen die Stripman-Action so richtig angehen. Warte mal, ich glaube jetzt nicht, dass da noch ein Lavasee kommt. Das wäre ein bisschen sehr peinlich. Aber ich höre Lava und ich höre Wasser. Okay, gut, wir sind jetzt auf Ebene 14 oder so. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. In den nächsten Folgen werden wir jetzt auf jeden Fall durch Stripmine bis Dienstag und natürlich hoffen, dass wir dadurch ein bisschen Equipment sammeln können und dann würde ich sagen, kämpfen wir ein bisschen. Ich würde sagen, macht's gut, haut rein, lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr wollt und ciao!